Hallo Fotofreunde, willkommen in meinem neuen Video. Heute soll es um das Thema der perfekte Foto-Workshop gehen. Ja, wie sieht denn der perfekte Foto-Workshop für euch, für uns aus? Da ich mir die Frage final nicht alleine beantworten kann, habe ich für diese sicherlich biblische Frage mir Verstärkung mitgeholt. Der Stefan von Licht gebildet. Hallo Stefan. Hallo Klaus. Schön, dass du heute anwesend bist und mir hilfst, diese ja, tatsächlich biblische Frage zu klären. Das ist sicherlich ein etwas ungewöhnliches Thema und ich würde mich im Weiteren natürlich auch in den Kommentaren darüber freuen, wenn ihr eifrig mitdiskutieren würdet, ja, um einfach mal eure Erfahrungen, eure Befindlichkeiten, eure Erwartungen an einen Workshop der Fotografie. Was muss ich jetzt für ein Verb sagen, damit der Satz Sinn ergibt? Stellen? Stellen, ja. Stellen. Ich würde sagen stellen. Ja, also, da habe ich einen tollen Schachtelsatz gebaut und es geht gar nicht mehr zu Ende. Ich glaube, man muss Fotoworkshops, oder man kann, ich würde da so eine Einteilung vornehmen. Einmal reine Theorie-Workshops, wo ich, ja, keine Ahnung. Basics. Basics, genau. Gewisse Themen abarbeite, aber ich nicht viel mache. Also ich eigentlich da sitze und mich berieseln lasse, vielleicht mit einer PowerPoint-Präsentation, sowas in der Art. Und das andere, das wäre so die grobe Einteilung, ein praktischer Workshop, wo vielleicht ein gewisser Theorieanteil mit drin ist, ja, aber hauptsächlich es ums Machen geht. Eventuell auch ein Model dabei ist oder man, keine Ahnung, Spots anläuft. Ja. Ist das so eine Einteilung, mit der du auch arbeiten könntest, um mal darüber zu sprechen? Würde ich sagen, ja. Ich frage mich halt immer, oder ich sehe das, mein Herz ist da so auch zweigeteilt in meiner Brust oder schlägt auf beiden Seiten. Zum einen bin ich auch Konsument, Teilnehmer von Workshops. Ja. Eigentlich geht man auch, da vielleicht nochmal Appell, geht mir auf Workshops. Man geht eigentlich viel zu wenig auf Workshops. Ich habe jetzt, finde ich, gerade auch so ein Schaffenstief, wo ich mir neue Kreativität, neue Ansätze in der Fotografie wünsche. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man sagt, man ist irgendwie festgefahren so in seinen Ideen, in dem, was man macht. Absolut, aber das ist auch generell ein Tipp für Anfänger. Also ich habe auch überlegt, als ich dann wieder angefangen habe mit Fotografie, wie legst du überhaupt los? Und ich habe zum Glück, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, bei Instagram von einer gesagt bekommen, geh doch mal zu einem Workshop. Und ich glaube, das kann dem kreativen Tief helfen. Das kann aber auch als Anfänger, also unbedingt machen, weil... Ja gut, jetzt haben wir gerade auf der Grund der Pandemie lang, ist es nicht ganz so einfach, Workshops zu besuchen. Aber ich habe mir ganz groß auf die Fahne geschrieben, mich da auch weiterzubilden, mich kreativ berieseln zu lassen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, man hat was Neues kennengelernt und entscheidet für sich, das war es jetzt nicht. Ne? Ja. Ich glaube, man kann verschriftlichen, egal in welchem Status der Fotografie man angekommen ist, man kann immer dazu lernen. Man hat nie ausgelernt. Ich glaube, das ist wie bei anderen Sachen auch. Richtig. Ja, also zweigeteilt, zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits sehe ich es als Teilnehmer, was ich erwarten würde. Andererseits sehe ich aber auch als jemand, der Workshop gibt. Interessiert mich natürlich auch, und ich glaube, das ist ja mal ganz wichtig, dass man sich auf den Lorbeeren nicht ausruht, sondern auch ständig bemüht ist, sich zu verbessern oder Impulse von Teilnehmern aufzunehmen und Dinge zu verändern, zu verbessern. Dadurch entwickelt sich ja auch das Produkt für den Teilnehmer. Ich habe jetzt eine zweigeteilte Frage an dich. Oh. Ja. Wie viele Workshops hast du denn schon besucht? Das ist so Teil 1. Und ja, eigentlich ist es eine dreiteilige Frage. Wie sehen deine Erwartungshaltungen aus, wenn wir das jetzt auch mal doppelt gemoppelt sehen? Ne? Ja. Einmal Theorie und einmal Praxisworkshop. Und wurden die erfüllt? Ja, also ich habe zwei Workshops, direkte Workshops besucht. Über Fotokoch. Einmal warst du ja da federführend mein Lost Placer, das war ja schon weiterführend. Du musst ehrlich sein, das weißt du, ne? Ja. Gibt dir ja noch 20 Euro, das weißt du auch. Ne? Du hast mir doch schon 20 gegeben. Ja, vielleicht reicht das ja nicht. Ich wollte mal was vorwegnehmen, was ich eigentlich eben noch zu deinem Satz sagen wollte. Das ja zu welchem? Zu dem langen? Zu dem langen, nein, zu dem später mit Workshop und Teilnehmen und dass du in deinem Herzen, in deiner Brust zwei Herzen schlagen und du ja als Teilnehmer und als Teacher dann quasi da agierst. Dass ja nicht nur allein der Teacher ausschlaggebend ist für einen erfolgreichen Workshop,
sondern dieser Austausch, diese Community, die da relativ kurz ist, für mich genauso wichtig war. Also du als Person, der fachlich da Vorgaben gemacht hat, aber auch die Teilnehmer während des Workshops, die rumgelaufen sind, wenn ich fotografiert habe zum Beispiel oder wenn andere fotografiert haben und ich mit anderen Teilnehmern da stand, die dann aus dem Hintergrund fotografiert haben, sich Perspektiven gesucht haben, andere Winkel mal versucht haben zu finden, ne? Das ist ja auch irgendwie was, also bei dem Workshop, als bei dir als blutjunger Anfänger da war, da wusste ich ja noch gar nicht, Modelführung, also wir hatten ja Model dabei, die Leonie damals, was sage ich der überhaupt, ne? Oder mache ich jetzt das nach, was du vorgegeben hast, also ungefähr so die Richtung, wie hast du das vorgestellt mit dem Licht, macht man das nach oder macht man was anderes? So, jetzt habe ich deine zweiteilige Frage schon wieder vergessen, das ist schon wieder super geil. Auf welchem Workshop du warst? Also hast du die Zahl der Workshops, dann sehe ich... Welche Erwartungshaltung du hast und ob die erfüllt wurden? Ja, als Workshop dann noch, also was ist jetzt ein Workshop, wenn man den Buch bei der Workshop heißt oder hinterher zum Beispiel die Fotokoch-Geschichte noch, ich mache Werbung für Fotokoch heute, die ist nicht bezahlt. Ich kann dir jetzt gerade nicht mehr folgen. Beide Workshops, die du gemacht hast, ja. Waren das beides praktische oder war es Theorie-Workshops? Das waren beides praktische Workshops. Okay. Ich habe keinen, also ja, war mit Theorie-Anteil. Dann lass uns doch mal gleich bei dem bleiben, Lost Place mit dem Model. Genau. Da war ja, glaube ich, die Lerninhalte sollten tatsächlich sein, wie stelle ich meine Kamera ein, aber auch ein bisschen Modelführung. Ja. Und ja, vielleicht nochmal so Spots erkennen und so weiter. Genau. Das wird dann wahrscheinlich auch deine Erwartungshaltung gewesen sein. Available Light, das war meine Erwartungshaltung. Genau, wie gehe ich mit dem Licht, was ich habe, um? Auch aus dem Grund, dass ich überhaupt kein Licht hatte, außer einem Aufsteckblitz. Und der war nicht mal TTL geeignet oder für die Kamera. Aber ich glaube, das war ja nicht Schwerpunkt. Ne? Das war nicht Schwerpunkt, genau, das war nicht Schwerpunkt. Der Schwerpunkt war available und ich wollte wissen, was kann man in so einer schlechten Location, wie jetzt einem Lost Place, was das Licht angeht, machen mit der Kamera. Wie kann ich da um die Einstellparameter auch noch. Aber du hast jetzt ja gerade gesagt, dass die anderen um dich rumgewuselt sind. Ja. Da hast du von berichtet. War das jetzt gut? War das jetzt schlecht? Das war sehr gut. Das war gut? Ja, das war gut. Ich fand das sehr gut. Es sind ja auch immer verschiedene, wie du schon sagtest, ne, verschiedene Bildungsstände bei so einem Lehrgang. Der eine, blutjunger Anfänger, der andere ist ein bisschen fortgeschrittener und der nächste ist halt vielleicht schon Profi und hat halt einfach Lust, sich nochmal Ideen zu holen, wie du eben sagtest. Und die dann zu beobachten. Was war denn vor dem Workshop, warst du da gestresst? Hattest du da Stress, als du angekommen bist? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich wusste ja, ich habe totale Prüfungsangst. Ich wusste, das passiert nicht und bin da relativ entspannt sogar. Also klar, ich war aufgeregt, was kommt jetzt und neue Leute und so. Ja. Aber das war eher so der Eustress, sagt man, glaube ich, ne, der positive Stress. Aber jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, konnte dir der Stress denn dann genommen werden? Ja, auf jeden Fall. Was hat dir den Stress genommen? Das würde mich da jetzt mal interessieren. Dass es genauso blöde Menschen gab wie mich. Ja. Okay. Also die da waren, die auch nicht so die Erfahrung hatten. Wie hast du das rausgefunden? Das merkt man im Theorieblock schnell, ne? Wie die Leute sich beteiligen, welche Reaktionen da kommen. Wir sind ja eingestiegen quasi mit einer Vorstellungsrunde. Ja. Ich persönlich halte das für ein sehr wichtiges Instrument, um einfach, wie du schon sagst, auch mal ein bisschen die anderen Agenten kennenzulernen, die da so mitknipsen, um zu erkennen, boah, ich muss mich gar nicht so aufgeregt fühlen. Da sind andere, denen geht es genau ähnlich. Genau. Konnten wir das damit erreichen? Ja. Ich denke schon. Also ich finde das immer generell wichtig, so ein bisschen Pädagogik, ne? Ein bisschen Vorstellrunde, ein bisschen was erzählen, erstmal zusammenkommen, an einem Ort sein, die Leute mal abchecken für sich selber. Ich meine, man macht es nun mal, man soll es nicht, aber die Leute in Schubladen stecken, steckt so ab, mit wem geht man vielleicht gleich die Runde, wo schließt man sich so ein bisschen an. Das tat mir gut. Also ich fand das sehr gut. Der Workshop war dann ja, glaube ich, so aufgebaut, dass wir nach dem Theorieanteil verschiedene Spots erkundet haben. Ja. Ich meine, ich habe da immer ein paar Probefotos vorher gemacht, euch das gezeigt, so ein bisschen ein paar Ideen, ein paar Möglichkeiten und euch dann immer Modelzeit gegeben. Richtig. Hat das funktioniert oder hättest du dir da noch eine andere Herangehensweise gewünscht? Nee, also ich war mit der Herangehensweise sehr zufrieden, weil ich konnte sehen, was war jetzt bei dir überhaupt für ein Foto auf der Kamera, ne? Also was ist dabei rausgekommen? Ja. Und konnte dann ganz schnell bei mir sehen, okay, das haut nicht so hin. Nee, ich hätte es, glaube ich, nicht anders gewollt und gemacht. Mir war ja persönlich dabei auch immer wichtig, dass ihr wart, glaube ich, Zweierteams, dass ihr mit dem Model alleine Zeit habt. Und ich sage ja auch immer gerne, kein Rudelshooting, weil es für das Model auch Stress und aus dem Off-Abgreifen kann man sicherlich machen, aber man muss ja auch einmal so in die Verdrückung kommen, wie du das gerade schon sagtest, und da war wahrscheinlich auch ein bisschen Aufregung, ne? Ja.
boah, ist ja meistens so, dass Models hübsch sind. Das war so, und wir Fotografen sind ja so eher so dahergelaufen, ja, gewissene Typen. Ja. Boah, wie spricht man denn mit so einem schönen Menschen? Ne? Ja. Das ist ja immer so ein bisschen, ja, worüber man so nachdenkt. Das war definitiv so. Und ich muss dich korrigieren, wir waren immer alleine bei dem Model. Du hattest keine zwei Mann, wir waren relativ wenig Teilnehmer, meine ich. Ja, und das war natürlich, wie du sagst, ne? Also ich wusste gar nicht, wie ich zu reden habe. Vor allem, ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie muss ich das Modell überhaupt dahinsetzen, auf was muss ich achten. Ich meine, die war jetzt so professionell, die hat das ja wirklich dann auch für sich gemacht, was auch richtig so war. Es wäre schlimm gewesen, wenn die da wie so ein Schluff gehangen hätte und ich sag mal, wie im Erste-Hilfe-Kurs, ne, sich so hängen lassen und ja, dann mach mal. So war das schon ganz gut. Sie hat ein bisschen geholfen, ein bisschen hat interagiert mit allem, war da auch relativ locker. Von daher ging das. Aber das war schon die spannendste Geschichte, neben dem Fotografieren und die Kamera richtig einzustellen. Ja, ja, aber das Model konnte dann auch so ein bisschen den Stress nehmen. Ja, hat sie auf jeden Fall. Okay. Der andere Workshop, den du wo du daran teilgenommen hast, was war das? Ja, das war eigentlich, das war ein Photoshop-Workshop. Ein Theorie-Workshop. Das war ein Theorie-Workshop, hatte ich eben gesagt, praktisch, ne? War ein Theorie-Workshop, ja, rein Theorie. Wenn man Photoshop-Regler zieht, es ist Praxis, aber man sitzt jetzt erstmal und hat die Interaktion mit Menschen. Ja, ne, richtig. Nicht so, also maximal mit dem Lehrer. Ja, das war nicht so bei mir von Erfolg gekrönt. Das lag aber weder an dem Ausbilder noch an dem Programm, sondern einfach, ich tue mich mit Photoshop sehr schwer. Das ist ja schon... ja, ich weiß nicht, so die Gedanken, die man sich beim Shooting macht, wie setze ich ein Model hin und was hätte ich gerne für einen Hintergrund und so, das muss man sich ja da auch überlegen und in Ebenen packen und diese Ebenen einzeln anpacken und das war für mich so komplex. Ich hatte ein Einzeltraining, also mir auch gebucht, weil ich wollte wirklich keinen Einzelcoach haben. Das ging 4 Stunden und ich war fertig. Also ich wusste hinterher leider wirklich nicht mehr, wo mir der Kopf stand, einfach weil es doch sehr komplex war und wahrscheinlich wäre es da besser gewesen, auch in der Gruppe sowas zu machen, um ja dann vielleicht auch den Teacher vielleicht ein Stück weit runterzuholen und mich vielleicht durch Unwissendere, die das vielleicht leichter erklären würden, dann ein bisschen... Wurde denn aus Interesse Photoshop ganzheitlich in den 4 Stunden abgehandelt oder wie war da so der Lehrplan? Ja, es war schwer ausgerichtet, aber das lag jetzt vielleicht an dem Teacher in Richtung dieser ganzen Filterkomposition. Also das heißt, man hat sich selber Masken gebastelt, um zum Beispiel die Haut schön zu machen und hat mit mathematischen Formeln dann auch diese Sachen eingegeben, um dann einen Filter rauszukriegen. Also schon dann sehr speziell im Prinzip. Schon sehr speziell, das war so sein Steckenpferd, glaube ich. Und, aber die Grundlagen sind vielleicht zu kurz gekommen. Ja, also diese Ebenenarbeit, ne? Oder wie gehe ich, mache ich. War das denn vorher so kommuniziert in der Workshop-Ausschreibung? Oder? Ich habe diese ja kommuniziert und die Wege geleitet. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich da einfach... Okay. Ich weiß es nicht, vielleicht, also das ist in die Hose gegangen, aber da möchte ich demjenigen keine Schuld dran geben, da ist auch vielleicht bei mir ein bisschen, vielleicht bin ich Legastheniker, ich sage immer, ich bin Photoshop-Legastheniker. Ja. Ich werde die Tage nochmal versuchen, wahrscheinlich mit einem Webinar einzusteigen. Okay, ist ja jetzt auch zur Pandemiezeit hervorragend. Mal gucken, Ja, genau. Okay, mit den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, den nächsten Workshop, wie würdest du den denn wünschen? Was wäre dir da wichtig? Also eigentlich themenmäßig. Ich würde sagen, also wir haben ja eben gesagt, man macht einen Workshop einmal die Basics, dann macht man einen Workshop vielleicht, man geht mal mit dem Modell an die ganze Sache ran. Ja. Und dann denke ich mal, gibt es so die Workshops spezialisiert für Fotografen, in welche Richtung die gehen wollen oder sich vielleicht anders entwickeln wollen. Und ich würde halt wirklich ganz gerne mal raus. Ich würde halt, was du ja immer machst auf Reisen, so Architektur und so. Also ich würde halt einfach das themenabhängig machen beim nächsten Workshop und sagen, ich gehe mal raus, Langzeitbelichtungen oder sowas in die Richtung. Gut, das wäre das thematische Ding, das aber thematische, ich sag mal, dass du sagst, dass du zufrieden bist, was du für dein Geld kriegst, dass das Produkt stimmt. Also da habe ich jetzt gerade schon rausgehört bei dir, die Sozialkomponente, dass es für dich ein schönes Erlebnis ist, wenn man auf Gleichgesinnte trifft, die cool drauf sind und nach Möglichkeit auch nicht perfekt sind. Genau, da sollte es kein Webinar sein. Kann man da vorher natürlich nicht beeinflussen. Ja. Also so Richtung Trainer, was ist da so eine Erwartungshaltung von dir, die du gerne abgedeckt haben möchtest? Ja, auf jeden Fall ein Trainer, der das auch macht und wo ich auch sehe aus vergangenen Bildern, dass er da schon viel in die Richtung gemacht hat. Also er muss kompetent sein, was seine eigenen Bilder angeht. Kompetent, und ich möchte auch sehen, dass mir die Bilder auch gefallen. Ja. Ne? Ja, also was er abliefert. Aber und wenn er ansonsten Idiot ist vom Umgang mit dir, wäre egal. Ja gut, das ist schwierig, ne? Das kann man ja nicht sagen. Wenn ich nicht gerade bei dir buche, weiß ich natürlich nicht, was kommt da. Ne? Aber das ist mir
Ja, aber man kriegt ja, meistens haben die auf YouTube ja irgendwelche Videos. Ne? Ja, macht man sich, also wenn man weiß, wo man, natürlich würde ich buchen, wenn ich weiß, wen ich da vor mir habe. Aber wenn es nicht so ist, ich bin da jetzt auch nicht da kritisch. Ne? Wenn das jetzt für den Tag, wenn ich mich mit dem nicht verstehe und trotzdem was bei dem Workshop rumkommt, kann ich nicht unzufrieden sein. Wenn das jetzt einer ist, der da nur sein Ding durchzieht und runterspult und überhaupt keine Rücksicht auf die Teilnehmer nimmt, dann hat man, wie du auch schon eben gesagt hast, ins Klo gegriffen, ne? Würde ich mal sagen. Aber ja, also ich frage jetzt deswegen tatsächlich nach, jetzt nicht aus Trainersicht, sondern aus Teilnehmersicht. Oh, ich weiß jetzt gerade, wie viele Workshops ich besucht habe, 3 oder 4 so in meinem Leben. Wobei ich einen Workshop richtig geil fand. Einen ehrlicherweise nicht so gut und der dritte, der war so Mitte. Mhm. Bei dem, wo der jetzt für mich nicht so gut war, das war bei einem Fotografen, wo ich die Arbeit, die Kunst sehr bewundere, die mich auch sehr inspiriert in der Tat, ja. Aber die Performance vor Ort, die fand ich relativ unterirdisch. Also ich erwarte von meinem Trainer, der muss vermitteln und der muss ein bisschen entertainen. Und sicherlich darf der einen schlechten Tag haben, aber das finde ich, das darf er dann nicht an den Teilnehmern auslassen. Und wenn jemand dann, ja, ich kann es schlecht beschreiben, jeder hat von uns mal einen schlechten Tag, aber ich sag mal, keine Ahnung, erwarte ich halt die Professionalität, dafür zahle ich auch. Ja. So, und wenn man dann im Workshop rumsitzt und der Trainer kommt, bevor es offiziell losgeht, rein und grüßt einmal so schmallippig und ist dann so ein bisschen unerreichbar, das fand ich irgendwie total unangenehm. So. Ja. Wir hatten auch ein gutes Model, das hat halt wieder ein bisschen abgefedert und da war ich dann wirklich so überrascht, wo ich dachte, ey, schon krass, wie Menschen in Social Media rüberkommen und dann super geil und wenn man die persönlich einmal kennt, dann sagt, boah. Ja, das ist ja oft so, ne? Man ich habe dann noch gedacht, ja Mensch, vielleicht hat der oder die da einen schlechten Tag gehabt. Ja. Aber nee, das ist dann beim anderen Aufeinandertreffen genau das gleiche nochmal gewesen. Und das zweite Ding, was ich dann erlebt hatte, war dann, ja, wo die Absprachen vielleicht nicht konkret genug waren, das war dann eine Mischung aus 2 Themen und das war auch mehr oder weniger aber ein Zweimann-Coaching, wo wir zu zweit bei ein Zweimann-Training gebucht haben. Ja. Und da habe ich die dann mit rausgenommen, vielleicht war es auch mein Fehler, die Zielsetzung, die müssen genau skizziert sein, was ich möchte. Das war dann so ein bisschen ein bisschen Motivgestaltung, ein bisschen Kameraeinstellung, wo ich dachte, ja, wusste ich eigentlich schon, so hat mich jetzt so nicht weitergebracht. Ne? Ja. Ist schon schwierig. Ich glaube, bei 2 Lehrern da, wie sagt man eigentlich, Teamer, Teacher, keine Ahnung, ist es, glaube ich, generell schwierig. Ne? In meinem ersten Leben war ich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr und sobald es anfing halt, dass so ein Lehrgang durch mehrere auch geleitet wurde, also nicht nur... Nee, ich habe mich falsch ausgedrückt. Also es waren nicht 2 Lehrer, sondern es waren 2 Teilnehmer. Ach, ihr war 2 Teilnehmer, genau, okay. Also Duo-Teaching dann sozusagen. Ja, okay. Genau. Ja, und der andere Workshop, der war tatsächlich richtig gut, da passte für mich alles. Ja. Da wurde ich genügend an die Hand genommen. Also ich glaube, das ist auch, was du sagst, man ist verunsichert. Wenn ich das jetzt nochmal so ruhig passieren lasse, ich würde mir jetzt von dem nächsten Fotoworkshop so ein paar Sachen wünschen. Also klar, dieses Icebreaking, das gemacht wird, ich glaube, so sagt man es ja im Amtsdeutsch. Weil wir sind ja alles nur Menschen und das ist dieses doofe Gefühl. Man kommt irgendwo hin, man kann sich selber zwar einigermaßen einschätzen, aber... Ja. Fremde Menschen, die kennt man nicht. Richtig. Man hat Angst, bloßgestellt zu werden. Man weiß nicht, die sind bestimmt, denkt man immer, viel, viel besser. Und das würde ich, glaube ich, vom Trainer erwarten, dass er einfach mal dass man so ein Wir-Gefühl da erzeugt. Ne? Dass man einfach nicht das Gefühl hat, ich bin alleine schlecht und alle sind besser, sondern dass es einem relativ schnell klar wird, jeder hat so seine Schwachpunkte. Und ich habe keine Sorge, sonst müsste man ja auch nicht auf den Workshop kommen. Und selbst wenn einer perfekt ist, das ist ja auch so ein bisschen Teamleistung, wie du schon sagst. Ich finde es halt immer sehr inspirierend. Ich glaube, das meintest du ja auch. Dass man einfach anderen mal über die Schulter guckt, gleiches Modell, gleicher Spot, wie gehen die das an, ne? Ja. Das meinst du ja wahrscheinlich, wo die anderen... Generell, ja, deshalb, ich glaube, deshalb machen wir ja auch YouTube, ne? Einfach diese Community, dieser Austausch, von allen mal ein bisschen was sehen, ein bisschen was abgucken, da können wir alle nur von profitieren und auch, wenn man auf die Menschen zugeht, erstmal das Icebreaking, gefällt dir, ne? Deine englischen Worte, also dieses Icebreaking, ich finde, das ist halt auch wichtig, den Menschen mal zu sehen, weil auch gerade jetzt in der Zeit merkt man wieder, ne, wie lapidar wird mit einem Menschen umgegangen, ob das auf der Arbeit ist oder draußen in Geschäften oder sonst irgendwas. Ich finde halt einfach so ein bisschen Zuneigung, ein bisschen auf die Menschen eingehen,
ich glaube, als Teacher muss man auch sehen, dass da fremde Menschen aufeinander kommen und die müssen ja erstmal irgendwie miteinander. Ich muss sie ja mit in den Lehrgang nehmen, ich muss sie ja mit an die Spots nehmen, die müssen mit dem Model korrespondieren in irgendeiner Form. Deshalb finde ich das schon wichtig oder sehr wichtig, dass da vorher schon miteinander erstmal. Also was mir persönlich auch relativ spät erstmal so bewusst geworden ist, am Anfang war, ich will was lernen, wie kann ich ausleuchten, wie muss ich das Model führen. Und ein bisschen später habe ich eigentlich erst gerafft, dass das sicherlich eine wichtige Komponente dabei ist, aber das Gefühl, was man nach so einem Tag mitnimmt, wo man sich später erinnert, ja, dass das auch eine ganz, ganz wichtige Workshop-Komponente ist, dass man einfach sagt, ich habe was gelernt, aber es war auch ein toller Tag, ja, an den ich, also es ist ein Event, war ein Ereignis, an das ich mich halt gerne erinnere. Ja. Ich habe, ich weiß nicht, hast du denn aus deinen Workshops da auch Netzwerke geknüpft oder Fotografen, Fotografinnen kennengelernt, wo du einfach sagst, das war toll, dass ich da war, sonst hätte ich den Menschen nicht kennengelernt? Leider weniger, also wie das so ist mit der Zeit halt. Ne? Ich habe halt Kontakt, wir hatten ja die Tage noch gesprochen mit der Diane, ne? Wo ich eigentlich ja hin wollte. Wir haben uns auf dem Lehrgang kennengelernt. Und wir an dieser Stelle, Diane, hallo schöne Diane, schöne Grüße. Ja. Du siehst, Netzwerke werden hier auch später noch angesprochen. Genau, wir wollten uns ja eigentlich auch noch getroffen haben jetzt im Januar und dann kam ja die Corona-Lage. Da können wir eigentlich auch mal ein kleines Shoutout machen. Ne? Diane Weber Fotografie ist, glaube ich. Ich glaube, so heißt sie tatsächlich. Genau, ja, Diane, auf Instagram? Ja. Auf Facebook weiß ich jetzt Instagram nicht. Auf jeden Fall, genau. Facebook weiß Gibt's ich auch. Diane auch auf YouTube? Ich glaube nicht. Aber du kannst sie mal Check verlinken. Check mal aus, Diane Weber Fotografie auf Instagram. Die hat da auch einige Projektreihen, jetzt so mit Engelsflügeln, glaube ich, was ich gesehen habe. Also da sieht man, Diane, tolle Kunst. Lasst ihr da mal ein Abo bitte da, beziehungsweise Daumen hoch und abonniert und den Kanal. Und die fehlt eigentlich in der Runde, weil die besucht Workshops ohne Ende, glaube ich. Also die hat da richtig, die hat richtig was gemacht die letzte Zeit. Ja, schön. Also was ich so gesehen habe, ne? So viel kommunizieren wir jetzt auch nicht, aber ja. Also das wäre so ein Kontakt, der davon geblieben ist. Ja, und das ist auch mal so ein Problem von mir, ne? Mit wie vielen Menschen ist man in Kontakt? Also ich habe jetzt letztens geguckt, ich war total überrascht. Ich habe tatsächlich mittlerweile mit 50 Models zu tun. So, und irgendwie will man ja auch in Kontakt bleiben. Das ist ja, am Anfang hat man gedacht, ja gut, okay, das ist jetzt mal ein Model, die fotografiere ich mal am Ende. So, aber irgendwie, ja, verwächst man ja doch und man möchte ja zu den Menschen auch Kontakt halten und irgendwie nett sein und man möchte ja auch wieder zusammen shooten und es ist einfach schwierig, ne? Also wirklich, wenn man jetzt Workshops besucht und hat jedes Mal 10 Teilnehmer und möchte dann, also es ist schon schwierig, aber ja. Ein paar Kontakte sind da und die Erinnerung an einen schönen Tag. Und die Erinnerung, die war toll. Schönen Tag. Ja, umfangreiches Thema. Ja. Ich fasse jetzt einfach nochmal vielleicht aus dem zusammen. Ich glaube, wir haben da viele Schnittmengen. Uns ist, glaube ich, wichtig bei einem perfekten oder guten Foto-Workshop, dass wir abgeholt werden vom Trainer. Ja. Dass wir uns die Angst genommen wird, ne? Oder die Aufregung ein bisschen genommen wird, dass einfach so ein Wir-Gefühl entsteht. Auf jeden Fall, ja. Dass wir einen tollen Tag haben, dass wir uns gerne daran erinnern, aber natürlich, dass wir auch ein bisschen an die Hand genommen werden und halt auch, ja, ich glaube, dass man auch mindestens 1-2 schöne Fotos hat. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ne? Ja, ich glaube, die nimmt man aber definitiv mit. Also ich glaube, das sollte in jedem Workshop wirklich drin sein. Ja, ja, liebe Zuschauer, jetzt spiele ich den Ball nochmal an euch. Uns würde jetzt mal interessieren, seid ihr Workshop-Touristen? Macht ihr das regelmäßig? Habt ihr noch gar keine besucht? Und wenn ja, wie waren oder sind da eure Erfahrungen? Wart ihr zufrieden? Wenn ja, warum? Wart ihr nicht zufrieden? Wenn nein, warum nicht? Gerne in die Kommentare. Ist sicherlich auch ein Thema, was wieder ein bisschen polarisiert. Ihr seht, wir sind hier aber auch schön anonym geblieben. Wir haben hier niemanden gehatet oder gedisst. Wir haben alles schön sachlich gesprochen. Da sind wir auch bekannt für. Sehr sachliche Menschen sind wir ja. Ja. Ja, wir freuen uns auf eure Kommentare und sagen bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.